Wunderschönen guten Morgen. So, heute haben wir einiges zu tun. Wir haben ganz schön viel auf der Liste stehen. So. Von Mai. Hey Ori, du hast jetzt eine Kamera und ich eine neue glänzende Druckmaschine. Es ist Zeit, dass wir uns zusammentun und ein paar Artikel über örtliche Events und Leute schreiben. Ich finde, dass sich unser erster Artikel perfekt eignet, um über unsere Zusammenarbeit zu schreiben. So können wir die neuen Verbesserungen, die du für die Porcha Times gemacht hast, auch direkt feiern. Ich brauche ein Foto von mir und dir. Der Außenseite der Porcha Times, der Druckermaschine. Gib mir Bescheid, sobald du fertig bist. Mai. Okay. Okay, danke. Und Handelsgilde. Danke. Angst. Haben wir nichts mehr. So, dann guten Morgen, mein Schöner. So. Wie sieht's denn hier aus? Willst du was zu essen? Natürlich, ein bisschen was, gell? Da kriegst du noch was? Achso, sind wir schon voll. Okay. Dann sammeln wir das auf. Hier ist eh nichts. So. Euch geht's gut? Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Kamera... Muss ich die bei haben, oder? Ah, verdammt. So. Nein. Die drängeln sich immer dazwischen. So, dann, ihr kriegt wieder ein bisschen was zu essen. So. Da sammeln wir alles auf. Sehr schön. Guten Morgen. Sehr schön. Geht's euch allen gut? Ihr super. Ihr super. Super. So. Ihr kriegt auch noch alle eure Streicheleinheiten. Ja. So, ihr habt erst bekommen. Okay. So, dann müssen wir hier eins sammeln. Salpeter fressen die nicht, oder? Nee. Okay, hier passt alles, hier passt alles. Dünger gehört nachgefüllt. Da haben wir dann Dünger. Hab ich nicht gestern einen gehabt? Der wird sich eingeordnet haben. Yep. So, auffüllen, auffüllen. So. Dann kommst du wieder raus. So. Hier ist alles gut soweit. Perfekt. So, dann können wir hier sortieren. Das kommt rein. Die zwei Sachen braucht man. Was gibt uns der Verteidigung, wenn wir es im Haus platzieren? Okay. So, ich brauche noch eine Eisenholzstützwerk.
So, Hammer, Hammer. Holzsäulen haben wir keine, okay. Die finden wir. Oh, Pappelholz. Huch, brauchen wir auch wieder. Okay. Ich bin ein bisschen überfordert. So. Gehen wir mal. Warte. Quiver. Kirche des Lichts. Okay, dann gehen wir da mal schnell nach oben. Kirche des Lichts ist hier. Eine magische Perle, die den Träger garantiert zum attraktivsten Menschen der Welt macht. Ja, sie ist echt. Ich habe es in 100 Wahrheiten über das Angeln gelesen. Also muss es wahr sein. Willst du sie selber haben? Ich meine nicht, dass du das nötig hättest, nur ich wollte sie Liuva geben. Oh ja, stimmt. Ich frage mich, ob die Perle seinen Zustand regulieren könnte. Nun, dem Buch zufolge kann man die Perle vom Bauch eines Goldlachs extrahieren. Wenn ich einen fange und du einen fängst, dann schaffen wir das. Was meinst du? Ja, ich werde ein paar fangen. Da ich auch ein Fischer bin, kann ich du dies Beweggründe schon verstehen, doch manchmal muss man einfach der Mehrheit folgen. Ich kann auch noch an anderen Orten um Borcha fischen. Okay, dann. Fertig, lass uns das Schild zusammen entwerfen. Okay, mitten im Gottesdienst. Ach, schau, wie schön! Super! Schön! Ich denke, dieses neue Schild ist ein großer Schritt nach vorne für den Laden, findest du nicht? Sehr schön, dann haben wir das erledigt! So, Handelsinspektion. Guten Morgen, Antoine! So, eins, zwei und... das ist wahrscheinlich wieder nur minimal der Unterschied. Ah, hier. Alter, das ist nur schmutzig. Und das musst du mal sehen. Okay, das ist gleich. Dann was hier? Nicht. Ah, und hier. So, dann die Tischlampe. Eins. Zwei. Und drei. Ich habe keine Ahnung, was hinter dabei war, aber er hat es genommen. Alles andere ist egal. Okay, eins. Zwei. Drei. Sehr schön, ist erledigt. Okay, so. Zwei Goldlachs. Da brauche ich nicht mal fischen. Brauche ich zwei Stück. Der Rest kommt wieder rein. So wie der kommt wieder rein. Okay.
Trainingspuppe, warte mal, das müsste eigentlich abgeschlossen sein, oder? Ah, nee, das habe ich... Warte mal. Trainingspuppe. Hier, ganz unten. Da. Ich habe schon wieder kein Eisenerz. Okay, warte. Mission, Trainingspuppe. Aktivierungschip und Kupferspirale. Aktivierungschip. Aktivierungschip. Kupferspirale habe ich. Und Aktivierungschip. Ja, habe ich sowas überhaupt? Sieht nicht so aus. Wo kriege ich den her, den Aktivierungschip? Warte mal. Handbuch. Gegenstand. Aktivierungschip. Silikonchip. Okay. Woher kriege ich den? Da ist, war aber jetzt keiner dabei, oder? Ah, warte mal, kann ich den bauen? Aktivierungschip. KI-Chipset. Okay, die muss ich kaufen und zwar mit... Ich vertue mich hier immer noch. Und zwar muss ich die kaufen mit dem Set, glaube ich. Oder mit dem Schaltkreis. Dann hier. Okay. Wir müssen hierhin, glänzende Kette. Dann müssen wir wieder zur Kirche des Lichts. Gleich wieder hopp, 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 hopp nach oben. Hui wa. Wow, du bist ein Profi-Angler. Vielleicht sogar besser als ich. Egal. Beide haben eine hervorragende Qualität. Ich bin mir sicher, dass ich daraus eine Perle gewinnen kann. Ori, während ich arbeite, könntest du mir Kokons und Pflanzenfasern besorgen, damit ich die Perle auffädeln kann? Kein Problem. Okay. Machen wir dann gleich noch. Warte. Jetzt müssen wir irgendwo in die Stadt, glaube ich, war das hier unten. Dann können wir auch noch schauen wegen dem Marktpreis. Ah, der Bauli. Du bist ein kleiner Charmeur, oder könntest du mir bei einer Sache behilflich sein? Ich habe gerade gesehen, dass Dobi und Jack beim Ballspielen gestritten haben. Dobi schubste Jack und beleidigte ihn. Dann rannte Jack weinend davon. Also, was sagst du?
Kannst du für mich nach Jack suchen? Ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Er war auf dem Weg zu Papa Bears Haus. Ich glaube nicht, dass er weit gekommen ist. Ja, mach mal. Großartig, bring ihn hierher. Ich muss ihm beibringen, wie man sich im Streit verhält. Claro, mach mal. So, Marktpreis ist auf 91. Da ist er ja schon. Muss ich jetzt mit ihm reden, oder was? Was machst du da? Was interessiert's dich? Willst du ein paar Äpfel holen? Und wenn zu wer? Lass mich helfen. Wirklich? Oh, danke. Ich mochte Dodi. Schade, dass es so kommen musste. So, und was soll ich hier mit... Also, Äpfel will er haben. Ah, da ist der Jack. Jack? Ori? Gehen wir zurück ins Dorf. Jack. Alice und Lucy machen sich bestimmt Sorgen um dich. Dobi ist ein richtiger Idiot. Ich spiele nie wieder mit ihm. Jack, es wird Zeit, zurückzugehen, okay? Nein, ich gehe nicht zurück. Bis Dodi zugibt, dass er ein Idiot ist. Ja, er steht neben dir, sag's ihm. Lass mich los, du Knecht. Pauli ist ja gar nicht noch da. Ich lass dich nicht los. Aber wenn du mich provozierst, raste ich aus. Okay, okay, Klappe. Hey, ich habe unseren Übeltäter gefunden. Was ist der tolle Plan, hm? Wenn sich Erwachsene in Kinderschreitereien einmischen, wirkt das ein wenig komisch auf mich. Ruhe! Das Schnitzgericht trägt gerade. Tagt gerade. Dobi, du wirst wegen Mobbing angeklagt. Eines hohen Verbrechens gegen die Männlichkeit. Wie plädierst du? Mobbing? Jack, hör dir mal diesen Typen an. Der Möbelheini hält mich für einen Tyrann. Ich wurde noch nie in meinem Leben so beleidigt. Sag ihm, was für ein großartiger Freund ich bin, Jack. Jack! Schuldig. Was? Jack, sind das etwa Tränen? Nein. Kniet nieder, Kinder. Ihr bekommt jetzt eine Lektion in Sachen Männer von mir. Pauli, der Minister für Männlichkeit. Freundschaft ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Eines anständigen Mannes. Willst du etwas wissen, das viel weniger wert ist als Freundschaft? Beim Sport zu gewinnen. Ja, Sport zu gewinnen ist männlich. Aber wenn alle Männer ihr Leben nur dem Sport widmen würden, würde unsere Gesellschaft schnell zu Schweiß und wertlosem Staub zerfallen. Ein wahrer Mann unterstützt andere Männer auf ihrem Weg zum Mann zu werden. Sei es beim Sport oder generell. Deinen Freund zu schubsen, seine Männlichkeit zu untergraben, ihn zu beleidigen. Denkst du wirklich, dass sich ein Mann so verhält? Wenn ja, liegst du falsch. Und du, Jack, denk bloß nicht, dass du einfach davon kommst. Aber ich bin hier das Opfer. Wie dem auch sei, vor deinen Problemen davon zu laufen, ist ziemlich unmännlich. Wenn ein Freund dich beleidigt, kannst du das Recht, eine Entschuldigung zu verlangen. Außerdem hat ein richtiger Mann den Mut, anderen Männern zu sagen, dass seine Gefühle verletzt wurden. Und noch etwas. Ein richtiger Mann ist mutig genug, sich zu entschuldigen, wenn er sich irrt. Nun, Jack, verlange von Dobi eine Entschuldigung. Dobi, entschuldige dich bei Jack. Dobi, was du getan hast, hat meine Gefühle verletzt. Und ich denke, du solltest dich entschuldigen. Da hast du recht. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ich war einfach sauer. Es tut mir leid. Danke, Dobi.
Ich weiß, wir werden immer die besten Freunde bleiben. Und ich schätze, ich sollte mich beim Kickball mehr anstrengen. Ich kann es dir beibringen und dieses Mal verhalte ich mich nicht so idiotisch. Das klingt toll. Lass uns jetzt spielen. Das Gericht vertagt den Prozess. Wow, Pauli, das war stark. Um ehrlich zu sein, erkenne ich mich bei Dobi und Jack selbst wieder. Das einzige Starke war, zu versuchen, ein bisschen Anleitung zu geben, die ich nie hatte. Bleib stark, Junior. Danke, dass du mir heute zur Hand gegangen bist. Boah, jetzt habe ich aber schon gemerkt, meine Stimme, ne? Also, weißt du, geht richtig in die Stimme, in die Stimmbänder rein. So, pass auf. Ey, wir haben so viele Missionen. Äpfel holen. Warte. Fünf Äpfel möchte haben, gell? Da kommt ja nichts runter. Hä? Da ist mal einer gefallen. Hallo, kannst du bitte weggehen? Ich will nicht... Warte mal, hier... Ah, geht doch schon. Ah, du bist spitze. Lass uns Freunde sein. Ich weiß nicht, ob ich mit so einem befreundet sein möchte. So, warte. Wenn wir schon noch in der Stadt sind. Wir haben ja Bildberichte. Aufnahme von Torture Times. Okay, warte. Du bleib. So vielleicht, warte. Album, Foto machen. So. Sie nach oben. Perfekt. Foto machen. Speichern. Dann möchte sie Missionen. Einen Foto machen. Was vom Drucker und von der Mai und mir. Okay. Wo ist der Drucker? Hier ist das gute Ding. Foto machen. Warte, ich muss näher ran. Foto machen. Speichern. Und von der Mai und mir. Ich habe Dodi im Gefängnis interviewt. Er wirkt erschüttert über das, was er getan hat. Gruppenfoto. Diese Fotos sehen großartig aus. Halte Anfang nächsten Monats nach meinen Artikel Ausschau. Okay. Ich bin total überfordert. Wir haben so viele Sachen, was zu machen sind. Okay, so, jetzt holen wir die Kokons und die Pflanzenfasern. Und dann hoffe ich, dass da bald Ruhe im Getümmel ist, weil ich muss purpurnes Holz, Harz suchen. So, Pflanzenfasern und Kokons. So, wo ist denn hier alles? Wilder Kokon, Pflanzenfasern. So.
sitzt er noch immer in der Kirche. Na, alter Schwede. So. So. So, Quiwa. Das ging ja flott. Und fertig. Gib sie Liuva und er wird zum begehrtesten Junggesellen von Borcha. Oder die Leute werden ihn zumindest wahrnehmen. Okay, thank you. Ah, warte mal, wenn wir schon hier sind, ich brauche ja... Ah, die kriege ich nicht hier. Die kriege ich im Bauernladen. Okay, falls ich dort mal vorbeikomme, mache ich das. Okay, goldene Perlenkette. Ups. So, das heißt, ich muss da rüber auf die Bernsteininsel. Okay. Wow, sie glänzt so schön. Leg sie an. Quiver sagt, damit wirst du zum attraktivsten Mann der Welt. Ich denke, es funktioniert. Ich kann meine Augen nicht von dir abwenden. Wirklich? Naja. Auch wenn es nicht funktioniert, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du all diese Schwierigkeiten für mich aufnimmst. Wenn Dava jetzt mit Dana zusammen ist, kommt er noch zu unserem Wochentreffen? Bestimmt. Okay, nächste Mission. Roboter, da brauche ich den Aktivierungschip. Da brauche ich aber... Ja, die Trainingsgruppe. Okay, das heißt... nicht ins Wasser. Wenn wir schon hier sind, gehen wir beim Hafen die Chips noch kaufen. Warte. Also die KI-Dinger. Okay, so. Okay, Aktivierungschip. Was brauche ich für einen Aktivierungschip jetzt nochmal? So, aber warte mal, purpurnes Holz. Wir gehen jetzt. Ich fahre jetzt hier hin und probiere, ob da irgendwo, ob man da das, nicht Holz, Harz, ob man da irgendwo das rausbekommen. So, und zwar hier, aber dann hätte ich schon welche bekommen, oder? Ah ja, Bappelholz brauche ich eh auch. Okay. Vielleicht von denen hier? Nee, aber die habe ich ja auch schon oben probiert. Greif mich wieder an. Okay, war da hier irgend... Oh! Wieso sind hier so viele Vögel? Ah, da ist Wasser. Ups. War da jetzt was bei? Ja.
Okay, dann holen wir hier unten noch. Okay, so. Geht doch weg. Hey, das ist noch eine Truhe. Aprikosensaft. Oh. So, jetzt können wir die Dingsis machen. So, warte. Ups. Hier. Achso. Sortieren. Ja. Das falsche Knopf. So. Das heißt. Also die waren hierbei. Oder auch nicht. Wo waren die jetzt dabei? Auslage. Ah ja, hier. Was brauche ich denn hier? Ah ja, die kleinen Dings, die habe ich nicht. Da war's. So, hinzufügen. Ja, machen wir mal 4 Stück. Dann brauche ich noch ein Eisenholzstützwerk. Ah, verdammt, da war es eh. Eierholzsäule muss ich auch noch eine machen. Die ist hier dabei. So, bauen, bauen. Gut. Und dann brauche ich noch Verbundstahlträger. Ah, die 2 muss ich noch reintun. So. Sortieren. Ja. So. Und wie viel habe ich jetzt von denen? Nur 2. Oder fehlen mir da schon wieder Materialien oder was? Blödsinn. Hier. Ah, die brauchen. Okay. Ah, jetzt kann ich es machen. Hinzufügen. Die habe ich. Hä? Die Trainingspuppe. Okay, kurios, aber okay. So. Das heißt jetzt, Trainingspuppe ist fertig. Das heißt, die können wir abgeben. Okay. So. Und... Die Teppich werden brauchen, gell? Ja.
Okay, dann können wir mal die Trainingspuppe abgeben. Okay, so, jetzt haben wir dann gleich wieder ein bisschen. Ist die Trainingspuppe fertig? Hervorragende Arbeit. Ich probiere sie gleich mal aus. Wow, das ist super. Du enttäuscht mich nie, Ori. Wie immer, vielen Dank. Lass uns doch mal zusammen trainieren. Ja, irgendwann mal. So. Aushängen, ja. Hier bringst mir wieder dir Knochen. Also geht noch mehr. Und Schleim. So. Okay. So, jetzt wieder komplett verkehrt gelaufen. So. Nach Hause. Schauen wir, ob das jetzt alles fertig ist. Ich würde dann gerne ein bisschen in die Ruinen gehen. Nee, ist nicht fertig. Das hier. Da nach 8 Minuten. Sehr schön. Seit wir das haben, bin ich direkt faul, weil wenn ich jetzt sage, ich baue das. Weißt du, ich muss das alles in der Leiste haben. Das. Ja. So, dann darfst du gleich einen. Ah! Ach nee, sind die noch immer nicht fertig. Nee. Okay. So. Wo ist denn? Achso, die ist eh oben. Wir gehen da jetzt in die Zweier rein. Dann könnte man vielleicht ein bisschen Eisen auch noch mit sammeln. Eisen ist gerade sehr gefragt, oder? So. Warte, ich muss was trinken. Vor allem gerade vorher, wie ich Pauli gesprochen habe. Ich merke das total. So. Okay, und nebenbei natürlich müssen wir. Aha, da gehen wir nach drüben. So. Da ist ein verlassener Raum, aber ich glaube, den. Ja, den haben wir schon. Okay, Kiste mit Teilen, Schläger. Wir brauchen diese Chips halt auch. Warte, da holen wir uns ein bisschen was. Oh. Das heißt, hier haben wir schon mal frei willkürlich ein bisschen was rausgeholt. So.
zum Essen habe ich eh was dabei, falls man noch Zeit brauchen. So, Dali. Eine Waschmaschine ist wieder dabei. Und Level Up sind wir auch. So, schauen wir mal, wo wir das ausgeben, hä? Erhalte zusätzlich Wachstum nach dem Reittiertraining. Erhöht den Schaden von Kette und Bohrer. Auf doppelte Beute, Erholung. Boah, das ist jetzt guter Rat teuer. Während der Spielzeit, Gegenstände erhöht sich. Ich würde auf das gehen, weil wir könnten ja hergehen bei der wie heißt das jetzt wieder? Ups, drüben in der Wüstenregion, da bei dem Handelsposten. Wenn man dort wieder irgendwas abgeben, könnte man die Tiere ja auch abgeben. Und wenn der Marktpreis so klein ist, kann man ja welche kaufen. So, Waschmaschine. Ausdauer, ja, das sind dann Sachen. Hä? Kann im Museum platziert werden? Habe ich die schon im Museum platziert? Das weiß wieder keiner, gell? Ich auch nicht. Soldat mit Lanze. Eulenuhr. Soldat mit Lanze. Energielampe. Und den glaube ich... Ah, den haben wir noch gar nicht. Wo ist das zum... Da. Ich finde es halt nur komisch, dass die nicht verschwinden, wenn man einmal drin war, weißt du? Autsch. Zauberwürfel. Autsch. Ich bin festgehangen. Doofi. Dann war's das. Ich glaube, ich werde hier gar nicht mehr reingehen. Okay. Oha, Härtungsflasche, Brillenglas. Auf jeden Fall Schläger. Da ist nichts, was wir brauchen. Industrieller Motor. Was haben wir hier? Soldat mit Klinge, Feder. Okay, dann schauen wir hier nach vorne, oder? Achso. Thank you.
Nee, so Dinge habe ich noch keine gefunden. Schade. Ach so, das ist Manganerz. So, haben wir uns noch ein bisschen Eisen. So. Sehr schön, geht nichts. Dann holen wir uns noch ein bisschen was. Oder kriege ich die überhaupt gar nicht hier drinnen, sondern nur in der Einser? Kann das auch sein? Warte, ich schaue jetzt nochmal. Die kriegt man überall. Verlassene Ruinen. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Naja, schau mal, warte. So. Da ist nämlich gar nichts. Okay, wir brauchen jetzt das hier noch für Eisen. Und dann schauen wir morgen halt einfach in die Einser, oder? So. Okay. Sehr, sehr schön. So, dann geht's ab nach Hause. Ab nach Hause. Der Tag war lang. Der Tag war lang. Schnell noch alles einsortieren. Schauen, was fertig ist. Du darfst zurückgehen. So, dann so. Sortieren. Das und das kann auch wieder rein. Das kann rein. Die Kokons und das kann auch wieder rein. So. Sortieren. Das brauche ich. Hoppala. Das brauche auch alles ich. Okay, da ist der zweite. So. Das heißt, ich brauche hier das noch. Sehr schön.
Kopfsalat gehört auf jeden Fall wieder angepflanzt. Und Baumwolle. Okay. Kopfsalat und Baumwolle. So. Okay, das heißt, er arbeitet hier und dann werden wir das morgen fertig machen. Na, warte mal, kann ich... Wie es aussieht, ist er noch im... Dings. Beim Essen. Dann bringen wir ihm die Blumenteppiche noch. So, wer ist das? Django. Sehr schön. Ich hoffe, ich sehe dich bald in der Tafelrunde. Okay. Okay. Gut. Erledigt für heute. Wir haben die Aufträge so gut wie abgearbeitet. Sehr schön. Und das heißt, wir gehen jetzt ins Bett. Wir erholen uns, dass wir morgen wieder durchstarten können. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.